Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist ein ganz besonderes Video, wie ihr schon im Titel entnehmen könnt, denn ich habe keine Ahnung, was ich euch gleich zeigen werde. Denn ich dachte mir, es wäre mal ganz funny, wenn ich jemand anderen, der ebenfalls vegan ist, und das ist mein lieber Freund Dom, losschicke und ihn einfach mal für mich vegane Sachen kaufen lasse, sodass ich auch mal, ja, einfach mal ein bisschen überrascht werde, wenn ich jetzt gleich Sachen ausprobiere. Und vielleicht sind auch Sachen dabei, die ich noch gar nicht kenne. Und das hat mein lieber Freund Dom gemacht. Der ist zu Rewe gegangen. Das Budget waren 50 Euro. Er hat es für 45 gemacht. Alles, was er geholt hat, befindet sich in dieser Tüte hier. Ich musste sie umpacken. Es ist tatsächlich eine Edeka-Tüte, aber der Einkauf ist tatsächlich von Rewe. Weil er hat mir das alles in einer Kiste gebracht, nicht in einer Einkaufstüte. Ich nehme die mal auf meinen Schoß. Und ihr seht es auch schon in der Kameraeinstellung. Ich bin richtig happy jetzt über das neue Setting. Wir haben neue Kamera, neues Objektiv, alles ein bisschen aufgerüstet, um das Ganze hier noch cooler für euch zu machen. Und natürlich auch in 4K. Let's go. Was hat Dom denn mir mitgebracht? Ich sehe hier schon etwas. Da kriege ich direkt hier so Kindheitsvibes, weil diese Kuhbonbons, die haben hat meine Oma immer gegessen. Sarte Weichkaramell, Kokosmilch, Kakaonips und Schokolade. Ich habe Dom übrigens gesagt gehabt, dass er mal einen Mix von allem mitbringen soll. Also wir werden wahrscheinlich auch gleich so ein, zwei gesunde Sachen hoffentlich sehen. Und hoffentlich auch viel veganen Fertigkram, den ich am meisten liebe. Boah, so schlecht schmeckt es gar nicht. Aber wenn da die Zähne nicht fest sind, schwierig. Leg ich mal hin. Was haben wir hier? Das sind von Rewe die veganen Nuggets. Rewe hat mit der Eigenmarke jetzt mittlerweile eben auch verschiedenste Standard-Vegan-Produkte selbst gemacht. Ich glaube, das schlägt sich auch im Preis nicht. Ich weiß tatsächlich die Preise nicht, die werden mir eingeblendet. Aber was ich so von angehört habe, sollen die ganz gut sein. Die sind auf Reisbasis paniert, frittiert, tiefgefroren. Falls ihr die schon mal probiert habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, ob die was können. Was haben wir noch? Ah, der Klassiker. Blattspinat. El Hotz hat, glaube ich, an den Gag gebracht. Warum sind denn immer so Salate immer so in Kissenform? Also wer hat es denn beschlossen, dass Kissenform beste ist? So schlafe ich als Veganer natürlich am liebsten auf einem Blattspinat-Kissen. So, was haben wir noch? Oh, sogar schon in der neuen Verpackung. Das hier sind die veganen Maultaschen von Burger. Die liebe ich wirklich sehr. Die kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Komm hier mal hin. Dann. Uiuiui, von Mägle, das Steinofen-Dinkelbrot mit Kräutergedönsfüllung. Das ist ja richtig nice, auch zum Grillen. Freue ich mich drauf. Wenn die Grillsaison geöffnet ist, knall ich das mal drauf. Oder packst du einfach mal so in den Ofen. Ich liebe einfach Kräuterbaguette, ne? Richtig geil. Gut gemacht, Dom. Bin auch gespannt. Das ist ja auch so ein bisschen auch so ein Freundi-Test, um mal zu gucken, wie gut kennt der Dom mich. Was bringt er so für leckere Sachen mit? Was haben wir hier? Ui, von Burger, die veganen Schupfnudeln. Habe ich auch schon probiert, finde ich auch richtig lecker. Also da finde ich, Burger hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wenn ihr die mal seht, probiert die mal aus, finde ich sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen liegen die nicht so schwer am Magen wie andere so fertig Schupfnudeln oder hier Maultaschen. Boah, dann haben wir hier was. Ah, geil. Boah, bin richtig. Boah, hier sind auf jeden Fall, wenn ich jetzt gerade reingucke, hier sind auf jeden Fall Highlights drin, die ich so mich richtig drauf feiere. Also das hier, das kenne ich schon. Das ist der vegane Milchreis von Müller mit Zimt. Das ist tatsächlich meine Lieblingssorte davon. Also die mag ich am liebsten. Ich kriege Schoko und so nicht runter, weil es mich zu sehr an Pudding erinnert. Aber die Zimt-Variante finde ich richtig nice. Das hier habe ich zuletzt schon probiert gehabt. Das ist so ein Pfannenkäse oder Pfannengrillkäse von Simply V. Fand ich tatsächlich ganz lecker. Der war aber nicht so quietschig. Es war kein Quietschekäse, wie ich den von damals noch kenne. Der war aber okay. Also den kann man durchaus mal machen und er hatte am Ende so schöne Röststellen. Kommen wir noch zu dem hier. Also noch einige Sachen. Richtig geil. Klar, der Klassiker von Tante Fanny. Das ist Flammkuchenteig. Ebenfalls sehr zu empfehlen. Kann man eine wunderschöne Flitzer mitmachen. Falls ihr den Gag mit der Flitzer versteht, kommentiert mal gerne. Hier hatte ich ihn drum gebeten. Das ist ebenfalls von Rewe, von der Eigenmarke Naturtofu. Und den, wie gesagt, ne, da war es am Anfang war für mich so ein bisschen das riesige Problem, wie bereitet man den denn richtig geil zu? Das habe ich mittlerweile eben rausbekommen und da möchte ich tatsächlich auch überschwenken zum heutigen Partner des Videos, Tefal. Und ich habe euch da entsprechend, die haben mir nämlich was zugeschickt und damit habe ich sehr knusprigen Tofu gemacht. Das zeige ich euch jetzt und wenn wir uns gleich wiedersehen, dann kommen hier, wenn ich hier reingucke, Alter, richtig krasse Highlights. Also bis gleich. So, bevor wir weitermachen, möchte ich euch gerne das neueste Mitglied in unserer Küche vorstellen, zumindest was die technischen Geräte angeht. Und auch den Sponsor der heutigen Folge, nämlich Tefal. Die haben mir aber das zugeschickt, wozu Tofu perfekt passt. Also Tofu kann man mit der folgenden Sache perfekt zubereiten. Und ich zeige es euch erstmal, dann zeige ich euch direkt so, wie ich aktuell meinen Tofu am liebsten esse. So, wir starten damit, dass wir unseren Tofu hier nehmen und dann einfach an so ein bisschen Küchenpapier
ein bisschen ausfringen, dass die Feuchtigkeit, so gut es geht, rausgeht. Ihr könnt ihn natürlich auch einfrieren, dann auftauen lassen oder den mit etwas Schwerem das draufstellen, dann ein bisschen länger entsprechend abtropfen lassen. Der passt aber so auch ganz gut. So, jetzt schneiden wir einmal in mundgerechte Stücke, nämlich dann einmal in der Mitte durch. Zack. So, dann hier und dann gehen wir dann nochmal hier entsprechend lang. So, alles in der Schüssel und da kommen jetzt erstmal Gewürze drauf. Paprika, gehackter Knoblauch, Pfeffer, geräucherte Paprika, eine Prise Salz, an flüssigen Zutaten Sojasauce und Sesamöl. Das Ganze vermengen wir jetzt einmal. Kann auch einfach super die Hände nehmen, aber bei Currypulver werden die Hände dann immer so ein bisschen gelb. Nun, und ganz zum Ende kommt dann noch eine gut gemeinte Menge, in dem Fall ein bisschen mehr als ein Esslöffel, Maisstärke oder allgemein Speisestärke drüber. Die ist geschmacksneutral, die sorgt aber gleich dafür, dass unser Tofu richtig schön knusprig wird im Airfryer. Hände sind gut schmutzig und jetzt gehen wir rüber zum Airfryer. Tefal hat mir nämlich dieses wunderschöne Gerät hier zugeschickt. Das ist der Easyfry Grill and Steam. Das ist ein 3-in-1 Gerät und man könnte jetzt auf den ersten Blick sagen, ja okay, das ist eine Heißluftfritteuse. Wie gesagt, es gibt noch weitere Funktionen. Das sieht man, wenn man mal hier drauf drückt. Man hat natürlich hier die Airfry-Funktion, dann aber auch eine Grillfunktion und eine Steam-Funktion mit einem eingebauten Wassertank. Die kann man ganz einfach hier oben rauslösen, sie dann mit einer Hand auffüllen. Da kann man hier in dem Behältnis dann eben beispielsweise auch Gemüse dämpfen. Saugeil. Ich wollte, wie gesagt, immer schon mal Airfryer-Geschichten ausprobieren. Das kann ich jetzt dank dem Ganzen. Aber hier gibt es auch noch verschiedene Modi, wirklich. Man kann hier zum Steam beispielsweise, es flackert ein bisschen durch das digitale Display. Aber hier kann man direkt einfach so eine Gemüseoption auswählen. Und also das Teil ist richtig krass funktional. So, und jetzt nehmen wir einmal hier die Schublade, wie ich sie eben vorhin nenne, vom Easyfry raus. Da kommt jetzt unser Tofu hinein. Und wichtig ist, dass ihr den ebenmäßig komplett über der ganzen Fläche verteilt, dass da jetzt nichts im Idealfall überlappt. Zwei Tofu-Blöcke passen hier perfekt nebeneinander rein. So, jetzt kommt es auch. Easyfry, zack. Jetzt wählen wir hier die Airfry-Funktion. Und jetzt können wir einmal Temperatur einstellen. Die lassen wir bei 200 und die Zeit, das ist ganz wichtig, die schieben wir mal eben runter auf 10 Minuten. Jetzt drücken wir einfach nur noch auf Play. Zack, geht auch schon der Airfry-Prozess los. Während der Easyfry gerade im Hintergrund arbeitet, unseren Tofu knusprig nach ein paar Infos. Das Gerät, wie gesagt, eignet sich perfekt für alle Leute, die sagen, ja, ich möchte eigentlich gerne mehr kochen, aber ich habe jetzt keinen Bock auf den riesigen Aufwand, Töpfe, alles in die verschiedenen Geräte. Ihr habt hier, wie gesagt, eben nicht nur eine Heißluftfritteuse, sondern auch einen Steamer, also einen Dampfgarer und eben noch einen Grill. Alles in einem Gerät. Das finde ich wirklich mega. Ihr könnt damit eben auch viel, viel vielseitiger Gerichte bei euch in der Küche zubereiten. Die ganze Bedienung ist wirklich easy. Ich habe ihn jetzt einen Monat ungefähr im Einsatz und ich mache da echt viel mit Gemüse, eben mit Tofu und allen anderen Quatsch. Also auch vor allen Dingen Rosmarinkartoffeln. So knusprig. Mega. Also ihr seht schon, ich bin echt ein großer Fan. Wenn ihr jetzt sagt, den Easyfry Grill and Steam von Tefal, den wollt ihr auch mal ausprobieren. Dann könnt ihr mit dem Code Easyfry, wichtig, habe ich hier gerade eingeblendet, groß geschrieben, Easyfry am Stück. Wenn ihr den beim Tefal Online-Shop eingebt, dann spart ihr 20% komplett auf eure Bestellung und das ist, finde ich, bei dem Preis mega, mega nice und ein super Preisnachlass. Ich habe euch alle Infos dazu natürlich nochmal in die Infobox gepackt, da findet ihr auch den Link und ja, ich schaue jetzt mal, wie der Tofu geworden ist. So, und nach 10 Minuten holen wir das Ganze einmal raus und jetzt kommt was Cooles. Ich hoffe, ich kriege das mit einer Hand hin. Dann schauen wir, dass wir den Tofu einmal, wenn wir den so schütteln, gewendet kriegen, damit er auch von beiden Seiten entsprechend knusprig wird. Ja, sieht ganz gut aus. Und dann geht er jetzt wieder für 10 Minuten da rein. Schaut mal, außen ist er jetzt richtig schön fest geworden, aber innen drin noch total fluffig. Ah, bisschen heiß, haha. Und geschmacklich. Oh, mehr. Darüber noch ein kleines Söschen. Das Rezept habe ich euch natürlich noch in die Infobox gepackt. Wir machen jetzt weiter mit unserem Programm. So, den Tofu habe ich tatsächlich am selben Tag noch komplett weggegessen. War den ganzen Abend voll. Es waren zwei Tofu-Blöcke, die da weggegangen sind. Kann ich wirklich nur empfehlen. So, jetzt kommen wir zu richtig krassen Highlights, auf die ich mich die ganze Zeit schon gefreut habe, wo ich immer in die Tüte geguckt habe. Ne, oh, Don, Junge. Von Belief einmal Tiramisu und Mousse-Schokolade. Und ich liebe Tiramisu. Und das probieren wir jetzt auch direkt aus, hole ich mal hier raus. Das sieht richtig ordentlich aus. Boah. Das ist ja echt ein Traum. Boah. Das ist ja aus Mousse auf Reisbasis, Kuchenboden, getränkte Kaffeesoße, dekoriert mit Kakaopulver. Eine elendig lange Zutatenliste. Alkoholgehalt 1,5%.
Aber genau das, was mich gerade glücklich macht. Hammer. Dann gehen wir direkt weiter jetzt zum Nachtisch, bevor ich mich dann gleich herzhaften Sachen widme. Ihr habt mir hier noch das hier mitgebracht. Schaut mal. Schaut mal hier. Das ist so eine vegane Himbeercreme mit Himbeersmoothie von Merl. Veganes Himbeermousse. Ja, moin. Und Leute, da bin ich dabei. Oh. Ist mir zu sauer. Ich kann natürlich jetzt sein, dass ich ein bisschen wegen dem Tiramisu meine Geschmacksknospen gerade eh auf ultrasüß getrimmt sind. Aber es ist okay. Aber ich würde es jetzt nicht nochmal kaufen. Also so geil ist es dann auch wieder nicht. Dann haben wir hier noch. Oh, von Greenforce. Guckt mal. Hat Thomas Müller jetzt zuletzt rein investiert. Krass. Pflanze ich auch die Erbse. Sind die schon fertig? Hier öffnen. Oder einfach kalt snacken, wenn der Hunger groß ist. Jawollo, da bin ich dabei. Das ist ja mal richtig geil. Ich habe damals so kleine Zitadellchen immer total gerne gesnackt. Und, boah, ich habe ja letztes Mal schon mal Greenforce in einem Video getestet. Schau mal, so sieht die aus. Und schmecken. Boah. Mega. Hammergeiles Produkt. Ist auf Basis von Trinkwasser, Erbsenprotein. Ohne Zusatz von Soja. Also dafür auch für Soja-Leckerchen perfekt geeignet. Dann hier, auch von der Rewe Eigenmarke, veganer Aufschnitt Typ Salami. Auf Basis von Kartoffeln und Erbsenprotein. So sieht das aus. Ist so ein bisschen schlibberig. Ne. Ist tatsächlich nicht mein Fall, weil es gibt richtig geile und zum Beispiel von Fantastic Foods oder so, die ist viel fester. Das hier schmeckt eher wie so eine Mortadella-Scheibe, die so ein bisschen auf Salami getrimmt ist. Das ist nicht die Textur, die ich persönlich geil finde bei Salami. Aber vielleicht habt ihr die ja schon probiert und findet die geil. Schreibt es in die Kommentare. Ah ja, und den kenne ich natürlich schon. Den habe ich ja die ganze Zeit schon abgefeiert. Das ist der vegane Fleischsalat von Walters Pops. Walter Pops veganer Fleischsalat. Der ist richtig nice. Ui, und das absolute Highlight zeige ich euch gleich. Und das ist diesmal nicht Mehl und Öl. What? Es gibt von Better vegan Hollandaise-Soße. Dom hat mir noch, kann ich euch kurz zeigen, Moment. Den hatte ich tatsächlich in den Kühlschrank getan. Dom hat mir auch noch hier veganen grünen Spargel mitgebracht. Der passt ja dann perfekt zu der Hollandaise. Dann probieren wir die mal. Okay, ist recht neutral. Wo ist denn hier mein Probierlöffel? Die ist echt krass gesalzen. Wie viel Salz ist hier bitte drin? 1,8 nur. Ich glaube einfach, meine Geschmacksknospen sind komplett verwirrt. Na, weiß nicht. Mir ist irgendwie dieser Salzgeschmack zu krass. Wie gesagt, ich habe ja echt schon echt Zeit, dass ich mich wirklich sehr, sehr freue. Dann hat er mir eine Zucchini mitgebracht. Klar. Also muss dazu sagen, ich liebe Zucchini, das ist die wirklich gerne. Dann etwas, wenn ich das sehe, möchte ich gerne die. Also, wofür, Dom? Wofür ist das? Wofür? Kennen wir uns jetzt nicht lange genug, dass du weißt, dass ich Pilze nicht mag? Ist das ein Witz? Ha? Aber Nadine mag Pilze. Von daher auch alles richtig gemacht. Ich selber, naja. Nicht jeder kann perfekt sein. Bis hierhin war der Einkauf eigentlich ganz gut. Jetzt gerade fällt es sehr, sehr stark runter. Aber naja. Was ist denn fuck? Guck mal hier. Das hier ist veganer Mozzarella von Rewe. Mozzarella. Auf Basis von gekeimten Bio-Vollkornreis. Die Sache ist, ich war ja nie der richtig krasse Mozzarella-Fan. Also rein von der Haptik her sieht der eigentlich ganz, ganz cool aus. So. Und geschmacklich. Also ich glaube, wenn man den aufs Brot tut mit hier Balsamico und Tomaten, kann der, glaube ich, ganz gut funktionieren. Also ist jetzt so mein erster Eindruck. Tatsächlich, ich hatte es schlechter erwartet. Ich habe damals mal so verschiedene andere Mozzarella, vegane Mozzarella probiert. Und die waren richtig kacke. Ui! Von Megle. Eine würzige Barbecue-Creme. Boah. Oh, die ist würzig. Aber richtig geil. Dann kommen wir zu etwas, auf das ich so lange gewartet habe, und zwar Walter Pops Eiersalat, der vegane. Da haben mir so viele Leute von erzählt und so vorgeschwärmt. Ich habe ihn nirgendwo bekommen. Dom wohnt ja auch in der Nähe von Köln, aber auf der anderen Seite, wo ich wohne. Und entsprechend hat der anderen Zulauf. Aber die Leute haben mir alle mal gesagt, der ist richtig krass. Guckt mal, so sieht der aus. Man kann ihn gut erkennen. Und jetzt. Boah, ist ja heftig auch mit den Stücken. Aber hier sind so kleine weiße Stücke drin, die einem haptisch das Gefühl geben, dass ich gerade auf so einem gekochten Ei rumbeiße. Wahnsinnig gut, wirklich. Falls ihr mal die Möglichkeit habt, probiert den aus. Der schmeckt fantastisch. So, das war's. Was sagt ihr denn zum Einkauf? Sind da Highlights für euch dabei? Sind da Sachen dabei, die ihr selbst schon probiert habt, die ihr richtig gut fandet oder vielleicht auch richtig schlecht? Mein Highlight definitiv. Der Eifrei-Salat,
Und die Creme auch richtig gut und natürlich die Frikadellen. Kommentiert gerne mal auch, was ihr eben von der Idee haltet, dass jemand anderes für mich jetzt vegan einkaufen war. Und schreibt ebenfalls auch gerne, wo ich demnächst nochmal einkaufen gehen sollte. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal kostenlos, um in Zukunft keine Videos mehr von mir zu verpassen. Neben mir seht ihr gerade noch zwei weitere vegane Einkäufe von zuletzt und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in einem neuen Video wieder. Macht es gut, bis dann und tschüss.